Und weiter geht's bei Hidden Dimensions Xyth. Jetzt geht's mit den Rift Dämonen zur Sache und ich habe mir das Deck angeguckt und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich es so schlecht gefunden habe. Die Effekte sehen verdammt gut aus. Ich habe viele Schiffe noch zusätzlich reingepackt, deswegen weiß ich nicht, inwiefern ich die Balance des normalen Starterdecks zerstört habe. Das werden wir jetzt allerdings sehen. So, Rift Dämonen Deck. Er kriegt Menschen. Und es geht direkt los. Was haben wir hier? Ein, zwei Energie. Der bringt Energie. Der bringt keine Energie. Der bringt Energie. Ich muss das nehmen, sonst habe ich eine Handkarte weniger. Der Gegner fängt an. Er macht gar nichts, sehe ich das richtig? Nee, ich habe es nicht richtig gesehen, aber okay. Gott sei Dank habe ich eine Struktur gezogen. Ach, das kostet Energie? Naja. Habe ich noch? Ich habe noch das hier, was eine Energie kostet. Dann kann ich in der nächsten Runde den hier spielen, aber ein Schiff habe ich jetzt auch mal noch nicht. Der hat immer noch kein Schiff, da habe ich Glück jetzt. Und jetzt könnte ich damit direkt Schaden machen. Ist, glaube ich, das Beste, ne? Ja. Und weiter geht's. Ah, da bringt er sein erstes Schiff. Okay, dann würde ich mal sagen, benutze ich dieses Schiff und ihn hier. Er kann direkt angreifen, wenn er nicht geblockt wird. Jetzt hätte ich noch eine Energie übrig, mit der ich nichts anfangen kann, außer vielleicht... Nö. Brauche ich alles nicht machen. Okay, also wenn ich... So schlecht sind die echt nicht. Oh, der hat ein gemischtes Deck, aha. Den kann ich, glaube ich, noch nicht benutzen in der nächsten Runde. Den könnte ich damit deutlich ungefährlicher machen. Jetzt habe ich noch 5 Energie, damit kann ich zum Beispiel ihn hier spielen. Oh, eine Chimäre. Hallo, noch einen. Aber der Käse ist noch nicht gegessen. Er hat die stärkeren Schiffe. Also gerade hier die Chimäre oder er. Höchster Angriff auf dem Platz? Naja, nicht ganz. Aber dieses Schiff ist gleich weg. Also werde ich den gleich ersetzen und in der Zwischenzeit einfach mal ihn hier benutzen. Ich habe mehr als doppelt so viel Energie wie er. Müsste eigentlich... Was kann er denn noch? Ich kann mit ihm noch Zusatzenergie machen. Schön, hätte ich vielleicht früher darauf achten sollen. So, was kann er? Ach ja. Der hat 16 Angriff minus die Anzahl der Karten in beider Spieler Hand. Ich weiß jetzt nicht, wie viel er hat. Und das passt sich jede Runde an. Kostet mich insgesamt 10 Energie. Tue ich das doch mal versuchen. Der hat jetzt 11 Angriff.
Alter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ganz ehrlich, die Rift im On gefallen mir verdammt gut. Zum selber spielen. Der kann direkt angreifen und dann spiele ich jetzt noch. Mach ein bisschen Energie und dann kann ich ihn einsetzen, sobald ich ihn brauche direkt. Ich denke, dass ich das jetzt gewonnen habe. Ich denke, der Käse ist verzehrt. Oh, er hat einen Angriff mehr diese Runde. Ich disable direkt mal drei Schiffe. Und dann würde ich mal sagen, maximal! Yes! Die gefallen mir echt verdammt gut. Ich habe sogar ein Schiff gewonnen für die Rift im On. Den habe ich sogar. Boah. Also die gefallen mir echt verdammt gut. Choose your favorite race. Alles klar, dann mache ich das doch mal. Man bekommt dann wirklich einen ganzen Arsch voll Zeug für diese Rasse. Okay, ich schwanke zwischen den und den beiden. Ich schätze mal, dass ich mich letztendlich. Also wirklich, die Reftermann haben mich echt überzeugt jetzt. Additional Card Draws. Pure Energy. Ganz ehrlich, ich glaube, ich nehme die. So, dann werde ich jetzt natürlich noch kurz das Menü entsprechend anpassen. Okay, Lieblingsrasse ausgesucht. Ich habe jetzt einiges an Zeug bekommen. Was genau ich bekommen habe, das sehen wir in der nächsten Folge von Hintermenschen's Xyth, wenn ich mit denen nochmal spiele und dann in der nächsten Folge die Menschen und dann fangen wir mit der Kampagne an. Ich denke, das ist ein guter Plan. Also bis dann, schönen Tag noch.